Ich habe drei Videos über Sehkraft rausgebracht und jetzt erreichen mich natürlich sehr viele Fragen und wieder Frage. Ich möchte eins sagen. Seht ihr bitte von meiner Perspektive, was ich rüberbringe an euch, alle Informationen. Ich sehe nicht, wie viele sehen nur ein Mittel, ein Mensch weiterzubringen. Ich sehe alles Vielfaltigkeit in allem. Es bedeutet, wenn Sehkraft Verschlechterung ist da, dann will der Mensch etwas nicht sehen. Und das ist, kann mit seinem persönlichen Ich bin zu tun. Also ist quasi der Mensch, welcher nicht bereit, seine eigenen Ängste anzuschauen, seinen eigenen Muster nachzugehen. Klar, die wird irgendwie im Äußeren benachrichtigt und sagt, okay, wenn du nach innen nicht blicken möchtest, klar, dann verschließen wir auch so ungefähr klare Sicht nach außen, dass du nicht dort sehr aktiv bist, dass du Frage stellst, dass du suchst nach der Wahrheit in dir. Und deswegen es ist es viel komplexer als viele denken. Graustein und Katarakta und unterschiedliche Krankheiten, die sind immer mit Psycho verbunden. Wie kann ich das heilen? Ganz einfach. Schau mal dir an, du hast diese Krankheit erzeugt. Du kannst sie natürlich rückwirkend machen. In dem Sinn, dass du voll überzeugend entscheidest, absolut klar sehen, schon jetzt. Und dann tust du alles dafür, das genau für dich selbst zu bestätigen. Du legst die Brille ab. Du jedes Mal, wenn du deine Augen aufmachst, du vorbereitest dich und sagst, sobald ich meine Augen aufmache, sehe ich alles absolut klar. Und selbst wenn es sekundeweise geht, klar sehen und danach verschwinden, magst du nochmal diese Übung, magst du wieder. Du musst an dich glauben. Nicht ich, nicht Dr. Maya, sondern du selbst. Wenn du aus dir selbst Überzeugung bringst, dass du es kannst. Und es gab sehr viele Berichte, beispielsweise da, wo die Menschen vieles gemacht, Unglaubliches. Aber vergiss bitte nicht, wenn ein Mensch kann, können alle. Und deswegen sei mutig, sei natürlich konsequent. Überleg dir ganz genau, was schwächt deine Augen. Das ist natürlich auf erster Stelle Stress. Dann natürlich Dauerstress, so kleiner Stress, welche verbirgt sich im Hinterkopf. Natürlich diese Gedanken ununterbrochen, welche rauben die Energie. Natürlich die unterschiedlichen Technologien, also die ganzen Lampen, was wir haben, so um uns herum, das verschlechtert Sehkraft. Schalte diese künstliche Licht ab, lasse dir ein paar Kerzen zu Hause brennen, es ist romantisch, es ist gesund. Gehe öfter nach draußen, schau mal Tageslicht, dass du richtig fünfdimensional anschauen kannst und deine Augen aktiv arbeiten können mit ihrer Muskulatur. Und natürlich mit der Ernährung aufpassen. Ja? Schau mal, was deine Augen schwächt. Das sind chemische Produkte, das sind Toxine, das sind natürlich auch Parasite, welche ausscheiden ihr Abfallprodukte und welche über Nervensystem gehen im Kanäle, im Gehirnkanäle und dann verschlechtern Sehkraft, weil im Grunde genommen sehen die Menschen nicht durch die Augen, sondern durch den Gehirn. Und wenn Sehkraft schwächt, es ist mit Gehirn zu tun. Und ich bin überzeugt, wenn man Gehirnentgiftung macht vom Schwermetalle, vom Verschlackungen, sehen die Menschen wesentlich, wesentlich deutlich besser. Also Schwermetalle ausleiten, das ist auch ein großes Thema. Aber wie gesagt, auf erster Stelle mental. Was sehe ich? Was will ich nicht sehen? Was will ich hier sehen und nicht sehen? Diese Frage soll man immer wieder fragen. Wieso in diesem Moment sehe ich ein bisschen besser, aber hier sehe ich nicht besser, sondern schlechter. Was will ich hier? Was will ich hier sehen oder nicht sehen? Und dann kommst du früher oder später auf die wahre Ursache, antworte, wie und was du einfach von dir selbst versperrst, verschließt und Sehkraft kommt zurück. Ernährung, welche unterstützen kann beim Sehkraft, das ist natürlich die alle Beta-Carotine, welche uns im Körper kommen, auch Produkte, welche Schwermetalle ausleiten, das sind die Kräuter, Gewürze,
Schärfe natürlich. Also ich weiß aus Russland, dass Beispiel Zedernussöl beim Sehkraft, Kinder in dem Gymnasium waren da unterstützt. Die haben mit Bildschirmen den ganzen Tag gearbeitet und Sehkraft war danach viel stabiler, viel besser als zuvor. Also das sind ganz normale Lebensmittel, welche bringen die Körper bestimmte Stoffe, um unterstützend den Körper zu regenerieren und selbst zu entgiften. Und das war's. Mehr braucht man da nicht machen. Also ich würde auf jeden Fall Zedernüsse empfehlen, Zedernussöl. Beta-Carotin findest du im Kürbis. Kürbis ist absolut perfekte Gemüse, welche ich kenne. Der ist sehr gut für die Verdauungssystem, für Darm, für Nieren, für Sehkraft und für Psycho, Serotonin. Dann Karotten natürlich, alles was Farbe hat. Also im Frühling, das ist diese, na, es ist eher im Herbst, dann die sind Blaubeeren, das sind die beste Futter für unsere Sehkraft. Aber aus Wald, nicht aus Supermarkt, die haben nichts in sich. Die haben Fruchtfleisch weiß. Und im Wald, wenn wir reingehen und schneiden die Blaubeeren, die ist richtig lila. Wenn du gegessen hast, so wie ich das mache, die Hände sind lila, die Zähne sind lila, die Zunge sind lila und um Mund, weil ich gehe immer so gerne, kippe viel mehr als Einbeeren. Aber die Lebensfreude dabei ist genial, bombastisch. Und ja, auf jeden Fall ist sehr gut natürlich die, nicht nur plus Blaubeeren, sondern andere Beeren, Brombeeren. Dann die, warte mal, es fällt mir jetzt Preiselbeeren im Herbst, die sind beim Frost noch da. Im Winter, das ist die Schlehe, welche Frost durchgestanden. Die sind übrigens sehr lecker. Die würden in unserem Rezeptebuch für die gesunde Leben empfohlen. Und da steht sowieso viele Rezepte über viele Wildkräuter, Wildbeeren. Das kannst du dir dann später anschauen. Das kommt erst in einem Jahr wahrscheinlich. Sage kein richtiges Datum. Aber zurück zu unserer Sehkraft, ja, da wo wir angefangen. Augen, das sind nur Organe wie Bildschirm. Computer sitzt hier und da wird gesteuert. Deswegen achte darauf, dass dein Körper richtige gute Sachen bekommt, ob das Ernährung oder Information. Weil wenn jemand dir vorprogrammiert, dass Sehkraft mit gewissem Alter, wenn das Sync normal ist, die lügt. Wir können bis dort super klar sehen, wir können Zähne nachwachsen, wir können alles machen, was wir wollen. Beschränk dich an keine Informationen. Sei diese Informationen selbst, erschaff deine neue Vision, neue Möglichkeit, Programm, weil das kannst du. Ich glaube an dir.